Hallöchen, und herzlich willkommen zur ersten Folge von Bad Wars Tipps und Tricks auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Format und vielleicht gefällt es ja euch, es euch ja so. Und falls dies der Fall sein sollte, lasst doch mal einen Daumen nach oben da für dieses neue Format. Und ja, wir sehen uns gleich bei dem Tipp für heute. So, wir sind jetzt hier auf der Map Desert und ja, lassen wir erstmal die Mates hier ein bisschen farmen. Und zwar, der erste Trick beinhaltet das Einkaufen beim Villager. Und zwar vielleicht, ich bräuchte mal einen Bronze als Objekt fürs Beispiel. So, manche von euch kaufen vielleicht irgendwie so ein, dass man dann hier unten das Bronze nimmt, dann da das Bronze reinzieht und dann mit einem Klick das hier unten wieder reinzieht. Dann hat man hier zwei Blöcke, findet man super und ist fröhlich, dass man zwei Blöcke hat. Aber das Ganze geht viel, viel schneller. Und zwar mit den Zahlentasten auf eurer Tastatur. Und zwar, wenn ihr die Zahlentasten über den ganzen Buchstaben ausprobiert, zum Beispiel die 1, dann geht es in Minecraft direkt auf den ersten Slot in dieser Hotbar hier unten. Ich bin jetzt auf Slot 1 und wenn ich jetzt die 5 drücken würde, gehe ich auf Slot 5, wie ihr seht. Das nennt man Hotkey. So, und ich habe jetzt in dem vierten Slot zum Beispiel Eisen und ich möchte mir unbedingt ein Goldschwert kaufen. Dann gehe ich erst hier oben rein und kaufe mir ja normalerweise so ein Goldschwert, ziehe es hier raus, packe es da unten rein, sortiere noch ein bisschen um und fertig. Das Ganze geht aber viel, viel schneller. Und zwar, wenn man das Eisen auf dem vierten Slot hat, zeigt man einfach nur mit der Maus hier oben hin, drückt die 4 und das Eisen wird da reingezogen. Und wenn man jetzt das aufs Goldschwert zeigt und man das in den ersten Slot haben möchte, drückt man einfach die 1 und es wird da reingezogen. Das Ganze geht viel, viel schneller und ist viel, viel angenehmer, wenn ihr das Ganze mit dem Hotkey macht. Es geht mit jedem Slot und klappt immer, wenn man sich nicht verhotkeyt, sag ich mal. Und ja, kann man auch hier schön mit der Rüstung machen, hat man alles hier unten drin und kannst du mit Rechtsklick anziehen. Also das Ganze ist viel, viel schneller. Und auch angenehmer, wenn ein Gegner kommt, dann kann man das viel, viel besser machen, wenn man dann unter Zeitdruck sein sollte und der Gegner wirklich vor der Base steht. So, das war eigentlich auch schon der Tipp für heute. Ich weiß, war nicht viel, aber es soll auch nicht, so ja, sollen auch nicht zu viele Tipps an einem Tag sein. Ich möchte davon nämlich etwas mehr bringen als nur ein Video von dieser neuen Rubrik auf meinem Kanal, sondern gerne ein paar mehr. Ja. Dann zerstören wir jetzt erstmal hier das gegnerische Bett. Und upsala, da kommt... LOL! Ja, ich habe wieder ein paar Ping-Lags. Das ist gerade nicht so fein. Mhm. Zu viel dazu. Ja, geh doch aus mir raus, Alter. Ja, kick ihn halt wieder in die Base, du Idiot. Ah, Gott, Alter. Naja, egal. Die Runde sollte auf jeden Fall für uns ausgehen. Und deswegen würde ich auch einfach mal behaupten, dass wir die Runde gewonnen haben. Und vielleicht hat euch dieser Trick ja schon etwas geholfen. Vielleicht kennt ihr ihn ja auch schon. Das wäre natürlich schon ein Vorteil für euch, wenn ihr ihn kennt. Aber falls nicht, dann kennt ihr ihn halt jetzt. Und... ja, wenn euch dieses Format gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr Tipps und Tricks für die anderen Leute gerne zur Verfügung stellen wollt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben und dann werde ich die im nächsten Video vorstellen. Und ja, das war's auch schon mit dem ersten Tipps und Tricks Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschö.
Middle.